Grüß euch. Hallo, hallo. Hallo. Heute mal seit langer, langer Zeit wieder zu einem Folgenstream einfach, wo wir sprechen über das Thema, was wir letztes Mal hatten. Und heute in etwas eingeschränkter Form, denn Joshua hat Probleme in seinem Mund. Soll ich das probieren zu beschreiben, damit du weniger reden musst, oder willst du das machen? Ich kann das auch selber erzählen, wenn das die Art und Weise ist, wie du es beschreibst. Nee, ich hatte einfach bei so einer Routinekontrolle, dass sie beim Zahnfleisch was festgestellt hatten und deswegen musste eine Probe genommen werden. Das wird halt mit lokaler Betäubung und einem Skalpell gemacht und ja. Das ist dann so ein bisschen einfach wie das Abwarten bei einer Weisheitszahn-OP, dass das verheilt. Ja, deswegen, Leute, bin ich überhaupt froh und ihr hoffentlich auch, dass Joshua überhaupt da ist. Und deswegen muss ich heute mehr reden als er. Und ich muss gucken, dass ich keine Witzchen erzähle, damit du nicht so viel lachen musst. Weil das dann, glaube ich, am schwierigsten ist. Ja, das stimmt. Lachen geht noch nicht so gut. Ja, wir machen ja eh heute ganz entspannt und in Ruhe und ja, können ja dementsprechend auch mal anfangen mit der Wie geht's uns Runde, die sich früher immer gewünscht wurde, können wir jetzt ja nochmal machen. Du hast es ja quasi schon ein bisschen beantwortet, den Umständen entsprechend geht's ja wahrscheinlich nicht so gut. Möchtest du noch was hinzufügen? Also, ja, sagen wir mal, die ganzen restlichen Sachen bin ich eigentlich recht okay mit. So, hatte auch ein nettes Wochenende. Wir haben ja auch das erste Mal wieder jetzt im neuen Jahr angefangen. Unser Koop-Brettspiel Arkham Horror zu spielen. Das war ein Fest. Mit der Winterkampagne, das hat großen Spaß gemacht. Und da freue ich mich auch schon, wenn wir das Wochenende dann weitermachen. Ja. Und ansonsten habe ich, glaube ich, am stärksten einfach die Auswirkungen hier im lokalen Nahverkehr für Arbeit und Uni gespürt. Da, die Bauernproteste. Tatsächlich nicht die Bauernproteste, sondern ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber hier bei uns in der Ecke ist es jetzt so, dass zwischen Dortmund und Essen keine Regionalverkehrszüge mehr fahren. Ach, wegen GDL? Nee, generell. Bis zum 23. Februar, also es ist so, dass die Strecke zwischen Dortmund und Essen gar nicht mehr von Regionalzügen befahren wird. Das ist ganz interessant, das könnt ihr nämlich auch an den Bahnhöfen dazwischen sehen. Also beispielsweise Bochum, da sind alle Gleise gesperrt bis auf das S-Bahn-Gleis. Und dementsprechend spaßig ist es jetzt, wenn man zwischen Dortmund und Essen pendelt, dann zu fahren, weil die S-Bahnen sind komplett überfüllt und der Rest ist halt finito. Safe für alle, die jetzt nicht im Ruhrgebiet wohnen, einer der Nahverkehrsrouten, die sicherlich am häufigsten überhaupt in Deutschland frequentiert werden, weil ja, größter Ballungsraum und das ist halt die Hauptlinie im Zug und es ist auch ohne, wenn es halt irgendwelche Streiks, irgendwelche Einschränkungen, Bauarbeiten oder sonst irgendwas, ist es halt immer schon die absolute Hölle. Mhm. Und wenn die dann noch irgendwas machen, dann holla die Waldfee. Ja, schön an alle, die schon da sind. Hallo, alles für alle. Grüß dich, Negativland. Nilchen auch wieder mit dabei. Anarchismus Beste und Gringo. Grüßt euch. Ja, bei mir läuft es eigentlich soweit ganz gut. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Das Hauptproblem, was ich gerade habe, ist, dass meine Heizung ausgefallen ist. Yay. Was natürlich auch großartig ist bei minus sieben Grad die Nacht. Deswegen bin ich hier mal dabei mit so einem kleinen Lüfter irgendwie probieren, warm zu halten. Aber gut, irgendwie überlebt man das auch, ne? Okay, Negativland, du hattest die Bauern vor der Tür. Ich glaube, das hatten viele. Ich hatte hier bei uns im Viertel nur eine Demonstration gesehen, dann so ein Autokorso, der dann eher aus so einem Querdenken-Milieu, glaube ich, kam, so eine Solidaritäts-Demo. Das war auch echt riesig, also richtig viele Autos, mehr als die sonst hatten und aber tatsächlich auch keine Bauern, also zumindest keine Trecker oder so. Damit haben wir auch alles lahmgelegt. Ja, schreibt doch schon mal rein,
Wie hat euch denn die letzte Folge gefallen? Ich weiß, alles steht gerade immer noch unter diesem Bauernproteste-Kontext, ist ja einfach so das dominierende Thema, aber wir haben ja auch jetzt so viel darüber geredet. Irgendwann müssen wir uns auch mal natürlich anderen Themen zuwenden und wir werden sicherlich auch nochmal in unserem neuen Nachrichtenformat, was ja kommenden Sonntag starten wird, werden wir sicherlich auch nochmal über die Bauernproteste reden. Genau. Deswegen haut mal raus. Wie findet ihr die Folge zur Charity- und Spendenkultur, die erste Folge, die wir dieses Jahr gestaltet haben? Und Joshua, fang doch gerne mal an. Wie hat es dir gefallen? Gut. Also, ich fand, es war schön nach so langer Zeit. Wir hatten ja, glaube ich, gerade irgendwie 1. oder 2. Dezember die zu den Bauern veröffentlicht. Mhm. Nach so langer Zeit dann auch wieder eine Folge zu machen, habe ich auch gemerkt, dass zwischen dem ganzen Stream und auch wenn wir jetzt sowas wie das Weihnachtsspecial hatten mit Fragen, was dann noch hochgeladen wurde, mir das gut getan hat, die Folge wieder zu machen. Ich glaube, wir müssen aber erstmal singen. Oh ja. Weiß nicht, ob du auch singen willst. Nicht, dass deine komische Narbe da im Mund wieder aufbricht. Die ist noch nicht aufgebrochen. Okay. Ja, ich glaube, wenn ich so leise mitsinge, können wir es machen. Okay. Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Für alle, die sich wundern, dass wir ab und zu mal singen, die jetzt das zum Beispiel nachhinein auf YouTube gucken, es gibt auf Twitch die Möglichkeit, uns dazu zu zwingen, wenn man so Punkte ausgibt. Gehen auf. Ja, und Nilchen und Sadi fanden die Folge spitze und nice. Schön. Ja, genau. Noch zu der Folge meinerseits. Also, ich fand es schön, an dem Thema dann doch noch mal so ganz viele unterschiedliche Aspekte zu behandeln, weil, ja, zuerst dachte ich mir natürlich auch so, gut, Spenden, Charity, als wir so drüber geredet haben, ja, spricht man jetzt nur über kirchliche Träger, spricht man jetzt nur über diesen Aspekt von im Endeffekt so Ablasshandel, bürgerlichen Ablasshandel. Ich, 15 Euro spenden, dann kommen sie wenigstens nicht über die Grenze, so mäßig. Aber dann fand ich schön, dass wir eben so viele unterschiedliche Themen gefunden haben, über die wir dann noch sprechen können. Nicht, es muss Beste dir jetzt auch gefallen. Schön, dass du das erste Mal mitschreibst, Gary. Also für mich war es auch eine echt gute Folge. Wir haben auch sehr viel positive Rückmeldungen recht schnell auf die Folge bekommen von euch. Und es hat wirklich Spaß gemacht, so seit nach langer Zeit wieder eine Folge aufzunehmen. Das erste Mal ja auch im Studio. Da würde mich auch nochmal speziell interessieren, wie ihr das so soundtechnisch fand, ob ihr so das Gefühl hattet, dass es nochmal für euch nochmal cooler geworden ist oder ob das ja jetzt sich nicht viel für euch verändert hat von der Qualität. Also ich fand es auf jeden Fall nochmal spürbar, dann auch im Schnitt. Und von daher, so diese ganze technische Komponente hat mir erstmal Spaß gemacht. Also ich habe dann ja auch das erste Mal hier im Studio dann schneiden können und so. Und das ist halt einfach viel angenehmer, an einem Schreibtisch die Sachen zu machen und nicht so zusammengekauert irgendwie wahlweise auf dem Sofa oder im Bett. Oder auf dem Küchentisch oder so, je nachdem, was gerade so ging. Und inhaltlich fand ich das auch sehr, 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 sehr spannend, nochmal tiefer in das Thema einzutauchen. Ich denke, es gibt einige so Grundpositionen oder Grundgedanken, die man eigentlich schon zu dem Thema hat. Es ist jetzt kein total ungewöhnliches Thema, worüber man sich noch nie Gedanken gemacht hat. Also auch diese Frage von Charity und Spenden, das ist ja auch was in der Linken immer wieder thematisiert wird und wo man auch dann halt das auch kritisiert als indirekte Form der Handlungen und so. Und das ist halt eben nicht so grundlegend verändert und sowas. Und von daher fand ich es schön, da nochmal tiefer reinzugehen auch, weil das macht ja manchmal auch Spaß bei Themen, wo man sich schon zu grundsätzliche Gedanken gemacht hat, nochmal das so ein bisschen aufzurollen und dann halt auch
tiefer zu gehen. Und da habe ich auf jeden Fall auch wieder einiges Spannendes gelernt und ja. Und ja, alles für alles war echt umfassend. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass die Folge ein bisschen kürzer wird. Es war tatsächlich von der Struktur her leicht kürzer als die anderen Folgen in der letzten Zeit. Und wir hatten die Hoffnung, dass es ein bisschen kürzer wird, weil es ja auch vom Thema her vielleicht dazu einlädt, dass man es nicht ganz so ausladend macht. Aber du hattest die Hoffnung. Okay. Aber es war auf jeden Fall dann auch angemessen. Also, weil ich fand jetzt nicht irgendwie, dass es so starke Längen hatte oder so. Was mir, glaube ich, auch viel Freude bereitet hat, ist, dass ich endlich meine Wut über dieses Face-to-Face-Fundraising nochmal aufarbeiten konnte. Ja, Mann, das war einer meiner Highlights. Generell, ich fand auch, dass das eine lustige Folge war. Also, wir haben auf jeden Fall recht viel gelacht. So. Viele der lustigen Momente sind auch in der Folge drin. Manchmal fliegen ja auch Sachen raus, die dann halt drüber sind. Ja, die drüber sind oder die nur wir lustig finden oder so. Aber wir haben auf jeden Fall viel gelacht und hat Spaß gemacht. Mein Nähchen wurde direkt angequatscht, während sie die Folge gehört hat. Ja. Das ist natürlich genial. Ich hoffe, du hast dann auch passend reagiert. Und ja, Negativland, über effektiven Altruismus, da gibt es ein paar ganz gute Videos. Also, ich glaube, du hast ja auch noch mal in Discord dann reingepackt, das Video von PhilosophyTube zu Effective Altruism. Und ich hatte tatsächlich auch überlegt, weil ich beide Videos kenne, also ich kenne das von PhilosophyTube, das habe ich schon vor geraumer Zeit mal geschaut. Und ich habe mich dann aber eben für das Video, was ich auch wirklich sehr gut fand und eigentlich sogar nochmal inhaltlich ein bisschen umfassender, ist das von PhilosophyTube, nämlich von John D. Duncan, entschieden, weil es auch einfach von einem kleineren Creator war, den ich so noch nicht kannte und was ich einfach sehr gut fand. Und, aber das von PhilosophyTube ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert für alle, die das noch nicht gesehen haben. Was würde euch denn noch so interessieren, so vom Thema her, was wir nochmal vertiefen könnten, wo Fragen bei euch aufgekommen sind, was ihr irgendwie unklar fand oder was man nochmal vertiefen, auch hier im Livestream kann. Dann können wir gerne nochmal darauf eingehen. Also was ich beispielsweise noch so einen Aspekt fand, der, glaube ich, jetzt leider nicht so ganz in das Konzept reingepasst hat, aber der noch sehr spannend gewesen wäre, wäre eben einfach über NGOs und staatliche Politik zu sprechen und generell auch so Einflussnahme. Das haben wir alles so ein bisschen angesprochen, gerade in dem Religionsaspekt und natürlich auch in so einer grundlegenden Funktion von Charity, nämlich dieses Abhängigmachen auch beispielsweise von Konzernseite, von dem Einzelkapitalisten. Das wäre halt noch spannend gewesen. Natürlich auch beim Schreiben jetzt von der Struktur war ja auch der Versuch, dass es eben so bestimmte Aspekte gibt, die sich einfach durchziehen. Eingeführt beispielsweise diese Reinwaschung des Geldes durch Charity mit dem islamischen Zakat und dass sich das dann einfach so durchzieht und so unterschiedliche Aspekte. Deswegen hat das nicht ganz reingepasst mit diesem NGO und staatliche Politik. Aber das finde ich ist halt auch nochmal echt eine spannende Sache, die man sich angucken kann, gerade wenn wir jetzt das dann auch in einem Kontext von Imperialismus sehen, wo ja NGOs immer wieder eine große Rolle auch spielen. Ich glaube wirklich, dass es eher sogar Stoff für eine eigene Folge ist. Also man könnte sicherlich nochmal eine Folge zu NGOs, die halt anschließt, an diese Folge machen, weil es eigentlich ein Riesenthema ist, wo man auch nochmal so geschichtlich, also wenn man es nochmal ganz umfangreich behandelt, gibt das sicherlich eine Folge her. Das stimmt. Weil das ja schon ein sehr, sehr relevanter Part ist und du hast recht, wir haben das nur oberflächlich in der Folge behandelt. Das hätte, glaube ich, aber auch echt in den Rahmen gesprengt. Ja, absolut. Das hätte einfach nicht gepasst. So, aber es ist keine richtige Grundlagenfolge gewesen, aber es ist schon, sage ich mal, eine Folge, die halt so ein, auch kein großes Oberthema vielleicht behandelt, sondern halt so ein Mittelthema, wo aber nochmal drunter, sag ich mal, Sachen angelegt sind, die man nochmal vertiefen könnte. Vielleicht bauen wir mal ein Whiteboard für ein Diagramm.
Das wäre eigentlich echt ganz witzig, so alle Folgen mit den Oberfolgen, die wir gemacht haben, wo wir dann schon was zu so Mittelthemen gemacht haben, wo wir schon tiefer gegangen sind, dann kann man das so nach und nach ausbauen. Ja, vielleicht könntest du nochmal auf Nelchens Punkt mit dem effektiven Altruismus eingehen. Vielleicht ist es auch die Frage, was du nicht ganz gescheckt hast, oder vielleicht willst du es nochmal einmal ausführen in Kürze und nochmal vereinfacht. Ja, vielleicht ganz vereinfacht gesagt, die Idee von effektivem Altruismus ist eben, dass man dieses Konzept von möglichst großer Nutzen für möglichst große Menschen ist gleich die moralischste Handlung, kombiniert mit so wirtschaftswissenschaftlichen Methoden von Kosten-Nutzen-Analyse. Also ich nehme im Endeffekt diese Kritik, die es an Charity gibt, die ihr ja wahrscheinlich auch kennt, das Geld kommt gar nicht bei denen an, wo es eigentlich hin soll, oder das ist doch alles nur Symptombekämpfung. Und man versucht stattdessen eben mit wissenschaftlicher Methodik das auszumachen, wo ich am ehesten den meisten Menschen helfen kann mit meinem Geld. Das ist die Grundidee von effektivem Altruismus, und das klingt eigentlich erstmal ganz nett. Das Problem ist, da kommen eben ganz viele Problematiken dabei auf. Beispielsweise sagen die Leute dann, ja, wenn es einfach nur ausreichend Geld braucht, um eben den meisten Menschen zu helfen, die stellen dann auch so Rechnungen auf, so viel Geld wird eigentlich verdient und so viel Geld bräuchte es, um die ärgsten Probleme der Welt, Hunger, medizinische Versorgung, Massentierhaltung, Klimawandel zu lösen. Dann geht es eigentlich nur darum, dass die Leute auch möglichst viel Geld verdienen. Und das ist natürlich dann super attraktiv für reiche Leute, die häufig effektiven Altruismus dann vertreten, weil die dann sagen können, dann bleibe ich halt in dem Beruf, den ich mache, oder in der Position, in der ich bin, solange ich einen Großteil von meinem Geld dann dafür aufwende, dass es an gute Zwecke fließt. Wenn du da noch konkrete Nachfragen zu hast, dann schreib es gerne nochmal rein. Negativland, dann den Punkt, vielleicht eine Gegenüberstellung zwischen gegenseitiger Hilfe und Charity, das wäre tatsächlich sehr spannend gewesen, was man nochmal aufgreifen hätte können. Speziell dann auch in dem Punkt vielleicht von so revolutionärer Charity, dass wir, ich glaube, wir haben das dann so angeschnitten, aber man hätte das auf jeden Fall nochmal benennen können, um das klarer zu machen, weil das ja tatsächlich ganz konkret unser Gegenkonzept ist zu eben Charity und dieser Art von Spendenkultur, wie wir sie im Kapitalismus vorfinden. Sadi schreibt: Ihr habt nicht erwähnt, dass es gar nicht so selten ist, dass superreiche Gönner oft Macht ausüben. Zum Beispiel, wenn ihr keine Straße nach meinem NSDAP-OP benennt, dann unterstütze ich nicht mehr die Sportvereine, den Gesangschor und was weiß ich was. Tatsächlich haben wir das sogar erwähnt, meine ich. Also du hattest das ja auch am Beispiel von einem konkreten Unternehmen aufgemacht, von einem Genossen in Süddeutschland. Ach, mit SAP, genau. Genau, wo halt dieser Konzern der SAP so beliebt ist in Süddeutschland, die so viel involviert sind in die lokale Kultur und die lokale Sportgeschichten, weil die so viel unterstützen, dass halt einfach es unvorstellbar ist, dass da was dagegen gemacht werden könne. Und auch, dass einfach, dann haben wir das auch halt an diesem Beispiel halt benannt, okay, wenn jetzt dann dieses Unternehmen irgendwie Druck machen möchte oder irgendwie was gegen dieses Unternehmen passieren würde, dann würden die das einfach zurückziehen. Also da haben wir tatsächlich drüber gesprochen, Sally. Also ich glaube, Sadi, vielleicht, warum dir das auch nicht in Erinnerung geblieben ist, wir haben jetzt nicht super intensiv darüber gesprochen, wir haben diesen Punkt von Einflussnahme durch Charity, im Endeffekt einfach Einflussnahme durch, ich pumpe irgendwo Geld rein und mache die Leute von mir abhängig, immer mal wieder angesprochen, und eben dieses eine kurze Beispiel, aber wir haben jetzt nicht so ausgiebig wie beispielsweise du jetzt mit dem NSDAP-OP gesprochen. Ja, Gringo, den Punkt, den du aufgemacht hast, dass es wichtig ist, Charity zu kritisieren, damit Menschen, die sich engagieren wollen, man dann nicht verliert an jetzt halt an einfach so diese Art von, ja, auch reformistische Kultur und auch letztendlich ja falschen Lösungen, wie man jetzt halt vorgehen kann gegen die Probleme dieses Systems. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Ich glaube, es gibt ein sehr, sehr großes Milieu sowohl an alten Menschen,
die eben, das haben wir auch aufgezeigt, dass es vor allen Dingen viele alte Menschen sind, die dann halt spenden und so ein bisschen sich ihr Gewissen darüber erleichtern. Aber sehr, sehr, sehr viele junge Menschen, die sowohl in so Charity-Geschichten als auch in so NGO-Geschichten, da vielleicht noch mehr, ihre Lebenszeit lassen. Und darüber sich auch faktisch erhoffen, wirklich was Grundlegendes zu verändern. Ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Tendenzen da, so viele verschiedene Organisationen da, wo man mitmachen kann, die Angebote haben. Ich meine, sowas wie Viva Con Agua oder so sind dann halt noch die besseren Sachen, sag ich mal. Aber das sind ja sehr, sehr viele junge Leute in diesen diesen Geschichten. Und da ist es einfach wichtig, darüber zu sprechen, hey Leute, das ist nicht der Weg, wie wir grundsätzliche Veränderungen erzeugen. Man kann Schlechteres machen, als sich bei Viva Con Agua einbringen. So, oder bei Amnesty International oder selbst halt in irgendeinem Caritas-Geschichte, da halt Leute an der Basis halt vernünftig helfen oder so. Man kann wirklich Schlechteres tun, aber es ist halt, wenn wir wirklich wollen, dass die Zustände sich so ändern, dass es eben, wie wir es am Ende dann gesagt haben, eine Welt, die keine Spenden mehr braucht, weil eben es den Menschen so entsprechend gut geht, ja, dann funktioniert es halt so nicht. Das ist halt schon dann das ganze erhaltende System. Absolut. Da würde ich vielleicht auch noch sagen, weil das habe ich jetzt auch in der Folge bewusst rausgelassen, weil, also wir haben es so an einigen Punkten angeschnitten, aber ich habe es jetzt bewusst auch der Folge nicht so angesprochen, wie ich es eigentlich gerne hätte, weil man möchte ja nicht immer nur über die radikale Linke sprechen und was sie alles falsch macht. Haben wir gar nicht aber, in der Folge. Genau, haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist mal ungewöhnlich. Aber mehr ist das auch tatsächlich so eine Herzensangelegenheit bei der ganzen Sache, wieder dann auch zu sagen, es ist eine Frage, wie dann eben diese Kritik auch formuliert wird, weil ich habe auch das Gefühl, dass gerade dann auch wieder bei Spenden teilweise den Leuten dann auch so ein bisschen hämisch entgegengetreten wird, wenn es darum geht, dass man dann wieder auch so ein moralisches Ding rausmacht, ach ja, das ist ja jetzt einfach nur hier dein schlechtes Gewissen mit einem Ablasshandel und dann spendest du dein Geld, ach, was für ein furchtbarer Mensch bist du denn, dass du nicht tatsächlich dagegen eintrittst und einfach nur ein bisschen Geld da lässt. Ja. Und ich habe halt wirklich schon oft mitbekommen, dass auch Leute, die fast keine Kohle haben, dann noch ein bisschen spenden, weil es einfach zwischen Job, Familie und so die einzige Möglichkeit ist, wie sie sich dann irgendwie gut fühlen. Und dann finde ich das auch immer wieder so eine Sache, den Leuten das dann irgendwie madig machen zu wollen, dass sie dann darüber so einen kleinen Weg finden, wie sie irgendwie was beitragen können. Da finde ich, ist das dann auch wirklich unangebracht, wenn die Leute jetzt tatsächlich so eine Charity-Ideologie vertreten und sagen, das ist genau der Weg und sowas gibt es ja gerade eher dann in so akademischen, kleinbürgerlichen Kreisen. Also da, finde ich, ist das dann auch wirklich mit aller Härte angebracht. Aber wenn man jetzt wirklich einfach den Leuten so einen großen Vorwurf daraus macht, wenn jetzt, keine Ahnung, der normale Arbeiter an Weihnachten auf den Weihnachtsmarkt geht und dann da irgendwo ein bisschen was im Klingelbeutel lässt oder, keine Ahnung, Freundin von mir, die letztens einfach spontan so, weil sie da auch persönlichen Bezug zu hat, dann irgendwie ein paar Euros für Gaza oder so da lässt, da dann irgendwie so, ah ja, hier wieder irgendwie der Ablasshandel und so. Das finde ich dann, das ist dann für mich auch manchmal so wieder einfach nur von radikaler linker Seite dieses sich selber dann da überlegen fühlen gegenüber den anderen Leuten, weil man ja eben nicht diesen Weg wählt, sondern in Anführungszeichen radikalen. Und da finde ich es dann auch wieder wichtig, das, was wir zum Ende gesagt haben, von der Folge anzubringen, dieses, es liegt ja auch an unserer eigenen strukturellen Schwäche und unserer eigenen Wirkungslosigkeit, dass die Leute dann auch teilweise sich denken, dann spende ich lieber was oder gehe lieber in diese NGOs, als die Leute zu unterstützen, weil von da kommt ja auch nichts. Und da sollte man vielleicht dann auch lieber, wie gesagt, die Kritik da bei denen, die wirklich Charity-Ideologie vertreten, anbringen und dann lieber auch an der eigenen strukturellen Schwäche arbeiten, als dann wieder so einen moralischen Vorwurf an normale Leute daraus zu machen. Ja, absolut auf den Punkt gebracht. Ich meine, ich hoffe, dass das auch in der Folge durchgeklungen ist, dass man das halt auch differenziert sehen muss. Und es ist ja auch ähnlich wie so oft, wie das Turuti schon sagte, Anarchisten bekämpfen keine Menschen, sondern Institutionen. Uns geht es ja primär immer darum, so die Kritik an die Profiteure dann in dem Fall, an dieser Charity-Kultur. Wir haben ja auch ein ganze Kapitel dann zum Beispiel den Bonzen gewidmet,
die halt damit probieren, ihre Weste reinzuwaschen und sich als die größten Sauermänner darzustellen und so. Und dahin muss ja unsere Wut gehen und unsere Ablehnung. Und ja, die sind natürlich weniger greifbar als jetzt halt irgendwie die eigene Familie oder so, die dann mal an Weihnachten was spendet oder so. Verstehe ich auch, dass es dann auch teilweise auch mit so einer Rebellion vielleicht auch zu tun hat, wenn man, ne, wenn man selber eben jetzt links wird und halt irgendwie die eigene Familie nichts macht und so und dann halt einfach das Einzige, was sie halt tut, so mal ein bisschen was spenden ist, dann verstehe ich auch, dass man dann so eine Ablehnung da entwickelt, aber ja, mit Augenmaß. Ja, und ich meine, sowohl Doodle als auch Gringo, ihr schreibt es ja auch, dass Spenden wichtig sind. Und ich denke eben, das sind doch zwei Sachen, die sich da nicht ausschließen. Eben einmal diese ganz konkreten Spenden, wo es dann einfach ganz direkt gebraucht wird, weil eben, ja, es um akute Hilfe geht und nicht um irgendeinen langfristigen Aufbau. Wie auch genau den Leuten aufzeigen, was wir ja auch gesagt haben, es geht ja nicht darum zu sagen, die Leute sollen irgendwie ihr ganzes Geld für sich behalten und nicht mehr auch an revolutionäre Projekte oder so spenden, weil das braucht sie absolut. Davon, ja eben. davon leben die ja. Ja, Sadi, das ist tatsächlich auch nochmal spannend, dass du das ansprichst mit dem nicht Obdachlosen Geld geben, weil die sich ja nur Alkohol kaufen. Das ist natürlich auch ein Punkt, den wir gar nicht so stark jetzt ausgearbeitet haben, nämlich, also das ist jetzt vielleicht in so einzelnen Aspekten wie diesem Voluntourism-Ding, dieser Gap, der Unterschied, der einfach zwischen Spender und abhängigen Rezipienten entsteht, zwischen dem, der das Geld bekommt, was da für Machtunterschied einfach ist und dann, wie das häufig auch, ich meine, bei Obdachlosen in Deutschland ist, glaube ich, das prägnanteste Beispiel, weil da wirklich häufig drüber gesprochen wird, dass man sich natürlich da dann auch immer moralisch rausnimmt, zu sagen, ja ich möchte das Geld jetzt geben, aber es soll eben zweckgebunden sein, die Person soll das nicht für Alkohol oder für Drogen ausgeben. Und das ist ja eine Sache, die sich auch durch viele Charities zieht, dass man eben gleichzeitig natürlich Geld, Finanzmittel an Personen verteilen möchte. Aber es ist auch immer mit einem bestimmten moralischen Anspruch gegeben. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn man so will, die kommt ja eigentlich schon fast aus einem, auch aus dem Religiösen, wo genau das ja auch eigentlich immer versucht wird. Man möchte helfen, man möchte Geld geben. Aber es soll eben auch ein moralischer Anspruch da drin liegen. Leute sollen sich nach bestimmten Regeln verhalten, nach bestimmten Regeln formen. Tja, wenn man sich dann das konkret anguckt, das Beispiel mit dem Obdachlosen, der sich halt dann dafür irgendwie Drogen kauft oder so, dann, wenn man sich halt die Realität auf der Straße anguckt und du bist halt, und wenn du halt süchtig eben nach einer entsprechenden Substanz bist, also suchtkrank bist, dann ist es halt auch nun mal die Realität, in der du dich befindest und wo du das ja auch einfach brauchst. Ne? Also in den Phasen, wo du dich eben dann als Betroffener davon nicht aufrappeln kannst, um das wieder anzugehen, sondern du dem dann so erlegen bist, dann brauchst du das ja auch. Also und du brauchst auch das Geld dafür, um das halt machen zu können, weil du halt sonst mega kaputt gehst, weil du halt eben krank bist. Und das ist dann halt natürlich schwer zu sagen, aber es ist dann halt auch so die Medizin in diesem Moment, die das halt ablindert, deine Probleme, die du auch dadurch hast. Nicht zu sagen, dass die Leute jetzt einfach weiter süchtig bleiben sollen, aber das ist ja auch dann, diese moralische Erhebung ist ja dann einfach falsch auch an der Stelle und auch, ja. Keine Ahnung, was alle Leute so machen würden, wenn die auf der Straße leben würden. So. Ja, Alles für Alle schreibt, manche Firmen machen aus dem Spendenthema auch einen Kult, indem sie Spenden aus einem Firmenfonds verdoppeln. Dabei können die Firmen auch locker es alleine stemmen. Es gibt so Systeme wie Benefty. Kennt ihr das? Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Sagt mir jetzt nichts. Aber was ich schon ein paar Mal mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch meinst, sind so Firmen, die auch so internes Fundraising betreiben von ihren Angestellten. Mhm. Das fand ich auch immer recht spannend. Ich denke mir, dass du auch das wahrscheinlich dann mit damit angesprochen hast, dass die Firmen eigentlich selber das Geld dafür locker machen könnten aus ihren eigenen Finanzen, aber das dann lieber nochmal bei den Angestellten abschöpfen. Das finde ich auch sehr spannend, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war wirklich auch sowas, wo ich wirklich so richtig kurz vom Kotzen war. Das war so ein,
ich war bei meinen Eltern und wir haben uns, ihr kennt ja wahrscheinlich diese Jahresrückblicke, wo meistens auch immer so diese schönsten Charity-Momente und so aufgegriffen werden. Mhm. Ne? Ich liebe sowas. So. Also wirklich, ich guck mir diese Jahresrückblicke ganz gerne an, weil da hat man einmal so ein gutes Abbild, was eben ja, in bürgerlichen Medien eigentlich so, als was ist das Jahr passiert und was sind auch alles für schöne Sachen passiert und schlimme Sachen. Ist ja immer gut, so einen Überblick zu haben und manchmal ist es ja auch ganz unterhaltsam. Und da ging es, glaube ich, auch darum, das waren dann, was waren die nochmal? Von so einer kleinen Supermarktkette, wo es dann darum ging, dass eine Angestellte, der Sohn ist dann schwer krank geworden und dann wurde eben diese Supermarktkette so sehr dafür gelobt und der Chef hat sich dann auch dahingestellt und ganz viel Lob dafür erhalten, dass seine Angestellten ihre Urlaubstage zusammenlegen durften, das an die Mitarbeitende gespendet haben, damit sie sich dann für so ein halbes Jahr oder so Urlaub nehmen konnte, um ihr todkrankes Kind noch beim Sterben zu begleiten. Und dann wurde halt dieses Unternehmen unfassbar dafür gelobt. Es wurden dann auch zwei Angestellte und so eingeladen in diese Show. Aber es wurde dann wirklich so dargestellt, ach, was für ein großartiges Unternehmen das ist, dass das, obwohl das ja eigentlich nicht so gern gesehen wird, jetzt in dem Fall dann irgendwie die machen durften, dass sie es da geschenkt haben. Und dieses Unternehmen hat im Endeffekt nichts dazu beigetragen, außer ein Häkchen drunter gesetzt. Und das war für mich auch dieses perfekte Beispiel von Unternehmen, nehmen dann eben diese ganze gute Publicity bei solchen Charity-Maßnahmen, ohne irgendwas dabei beizutragen und wälzen das dann im Endeffekt noch auf ihre Angestellten ab. Ja, eigentlich ist es ja tatsächlich eher ein Fall von gegenseitiger Hilfe der ArbeiterInnen an der Stelle, die halt in Selbstinitiative und auch in der Form von direkten Aktionen einfach helfen, wo es halt geht und dafür selber halt noch Einbußen einnehmen. Aber ja, das ist auch ein Thema, was wir nicht behandelt haben im Übrigen. So diese Vereinnahmung von echter Solidarität, von echter gegenseitiger Hilfe, die es innerhalb unserer Klasse einfach natürlich gibt, von Staatswegen her, von Unternehmen her. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich hoffe auch, dass das ganz gut durchgekommen ist in der Folge, dass wir im Endeffekt ja wirklich auch schön finden zu sehen, wie viel eigentlich an Ehrenamt in Deutschland es gibt und wie viel ja wirklich gemacht wird. Ähnlich ja auch mit der Pflege innerhalb der Familie, was ich auch immer total bewundernswert finde, wenn man sich das so anguckt. Und auch wirklich so, man meckert ja zu Recht sehr viel über die politischen Verhältnisse in Deutschland und auch über gesellschaftlichen Zusammenhalt und so. Aber ich finde, da gibt es so unterschiedliche Anknüpfungspunkte, wo man wirklich sagen kann, da gibt es auch Punkte, die wirklich jetzt so von Solidarität innerhalb der Bevölkerung recht gut noch laufen. Ja. Und dass da auch wirklich in der Folge rausgekommen ist, dass das an sich eigentlich eine gute Sache ist, wie viele Leute sich engagieren, dass man das aber immer in diesem Widerspruch eben zu staatlicher und zu unternehmerischer Politik auch einfach sehen muss. So. Und dass es da auch um diese Kritik innerhalb von dem Ganzen geht und nicht um eine Kritik an sich davon, dass die Leute sich engagieren. Ja, und halt darzustellen, dass es eben systemimmanente Aufrechterhaltung ist und dass es vom System halt auch gebraucht wird, um halt die Widersprüche, die der Kapitalismus hervorbringt, abzufedern. Und wenn man, sage ich mal, diese Form des Ehrenamts, selbst wenn man nur einen Teil davon jetzt in Kontext von einer revolutionären Bewegung stellen würde, hätte das eine unglaubliche Schlagkraft. So, und das ist ja einfach auch das, was man dann halt daran so ein bisschen kritisiert und analysieren muss und verstehen muss. Ne? Ja, ist ja im Endeffekt auch eine Kritik, die wir für uns selber eigentlich immer wieder verwenden, wenn wir uns anschauen. Wir sprechen ja auch immer von Sozialarbeiter, also dem Abwehren davon in sozialarbeiterische Tätigkeiten als so ein linksradikales Basisprojekt abzurutschen. Und das ist ja auch genau immer diese Frage, worum es geht. Das ist ja auch was viele, die jetzt aus einer konservativen oder rechten Position
so staatliche Finanzierung von linksradikalen Projekten häufig nicht verstehen und die dann irgendwie da, ja, was weiß ich, irgendwelche schattenhaften Zirkel im Hintergrund ausmachen, die eine linksgrüne Agenda durchsetzen wollen. Sondern dass es einfach da auch dem Staat ganz häufig darum geht, dass das gut findet. Dass das gut findet, wenn radikale Linke sich hinsetzen und irgendwie soziale Projekte für Geflüchtete machen. Weil er dann an eigenen Stellen natürlich einsparen kann von eigenen Sachen. Dass es gut ist, wenn sich irgendwie eine große Initiative gründet, die Obdachlosenhilfe macht, dass das dann auch Förderung erhält. Natürlich gibt es da auch immer einen gewissen Widerspruch, aber es gibt ja auch zwischen Wohlfahrtsverbänden und dem Staat immer wieder Widersprüche. Es gibt auch zwischen religiösen Institutionen und dem Staat immer wieder Widersprüche. Er muss halt einfach versuchen, die ganzen unterschiedlichen Kräfte und Organisationen, die es auf seinem Territorium gibt, natürlich möglichst nah an dem Staatszweck dran zu halten und hat halt eben unterschiedlichste Möglichkeiten für. Und so ist es dann auch eben bei linksradikalen Projekten, das sieht man ja auch immer wieder. Bis zu einem gewissen Grad ist es halt einfach auch gewünscht und gewollt, dass wir sozialarbeiterisch dann mit Basisprojekten tätig sind. Ja, Gringo, sauber auf jeden Fall. Kannst ja mal in den Chat schreiben, wie viel du gespendet hast. Klar, das muss man sich auch wirklich vergegenwärtigen, dass, wenn man sich das anschaut, ja, erhebliche Teile, also es ist ja nicht irgendwie so, dass nur so ein paar Sachen irgendwie aus dem Volk heraus entstehen, so, und dann wird das vom Staat heraus unterstützt und die meisten Sachen werden einfach von staatlicher Seite her initiiert, sondern mehrheitlich ist es ja so, dass unterschiedliche Initiativen entstehen, die dann vom Staat her einfach subventioniert und unterstützt werden, worauf er halt auch aufbaut. Ja. So. Oder sind mal in der Vergangenheit entstanden und haben sich dann über die Zeit institutionalisiert. Ja, ihr Lieben, was interessiert euch noch an dem Thema Charity und Spendenkultur? Gibt es da noch was euch auf den Nägeln brennt, was euch bisher noch nicht vorgekommen zu sein scheint oder so? Sehr gut, Gringo. Schön. Sondern immer die berühmten fehlenden 2 Euro für die Notschlafstelle. Ja, generell Obdachlosigkeit ist auch ein Thema, worüber wir schon mal überlegt haben, eine Folge zu machen. Worüber wir auch sicherlich nochmal eine machen werden, was auch sehr, sehr spannend ist und wo man viel zu sagen kann. Das ist ja auch was wir in Dortmund recht stark sehen. Ja. In Dortmund gibt es recht starken Zuzug von Obdachlosen und generell auch einfach viel Obdachlosigkeit. Und bei uns in der Ecke ist ja auch sehr viel der Obdachloseninfrastruktur von Dortmund. Ja. Entsprechend ist das hier im Viertel auch sehr präsent. Und es ist auch innerhalb der Linken einer der Top-Themen tatsächlich. Also hat sich dazu geworden. Entwickelt. Genau, hat sich dazu entwickelt. Jahren. Also war es lange Zeit eigentlich nicht. Und jetzt gibt es einige echt coole Initiativen, die auch echt relevant sind, wie Face to Face. Die haben so. Die verteilen so Essen an Obdachlose oder Schlafen statt Strafen, die dann eher so politisch mit dem Thema umgehen. Gute Initiativen, wichtige Initiativen und ja, zum Beispiel Nura hat zum Beispiel mal auch Face-to-Face, glaube ich, unterstützt und gepusht und so. Mhm. Und ist schon eine Initiative, die auch ja, sehr wahrnehmbar ist. Glaube ich, auch immer mal wieder so Preise und sowas gewonnen. Der Kofi-Bot. Ich glaube, den haben wir ein bisschen runtergedreht. Genau, ich habe es euch ja versprochen, alles für alle, dass der Kofi-Bot nicht mehr alle halbe Stunde, der kommt jetzt nur noch einmal die Stunde, also ja. Darf ich eine trashige Geschichte zum Thema Dortmunder Linke und Obdachlosigkeit erzählen? Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon ahnen kannst mit dem Cornern gegen rechts. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufmachen müssen. Du darfst die Geschichte nicht erzählen, du musst jetzt schon zu viel lachen. Das ist nicht gut für deinen Mund. Ja, vielleicht kommt die Geschichte.
Vielleicht kommt die Geschichte dann irgendwann. Genau, wir behandeln die Geschichte dann auf jeden Fall in der Folge zum Thema Obdachlosigkeit. Ja, mehr ist schon mal ein Teaser. Schöne Geschichte. Ja, Sally schreibt, war heute Morgen in der City unterwegs und dann war da die Tafel am Essen aufstellen am Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Passt irgendwie zur Folge. Ja, das ist ja auch wirklich krass, wenn du dich durch die Stadt bewegst. Es gibt eigentlich, solange du jetzt, sag ich mal, mindestens eine halbe Stunde unterwegs bist, keinen Moment, wo du nicht mit Charity oder Spendenkultur in Kontakt kommst. Das ist vielleicht auch nochmal relevant, dass es hier kein Randphänomen ist oder so, mit dem man nie in Kontakt kommt, sondern du wirst eigentlich immer damit konfrontiert. So, wenn du halt irgendwas, irgendwie Fernsehen oder sonst wie was guckst oder so, gibt es eigentlich in fast jeder Werbepause irgendwas, was damit zu tun hat. Wenn du in der Innenstadt unterwegs bist, triffst du auf drei Stände und du wirst halt belagert, dann gibt es halt irgendwie in irgendwelchen Kirchen irgendwelche Aktionen oder Werbetafeln oder Obdachlose, die halt betteln oder so. Und das ist halt echt ein Thema, was so präsent ist. Ne? Und wo man sich ja auch, wenn man sich jetzt so ganz basal nur mit den Zuständen beschäftigt, ja auch dann fragen kann, hey, wir leben in einer der reichsten Länder der Welt und so, und wie kann das sein, dass hier das so eine Präsenz hat? Wir wissen natürlich hier alle, dass es keine Zwangsläufigkeit damit gibt, dass es jetzt irgendwie dem Standort gut geht und gleichzeitig den Menschen gut geht oder dass es keine Obdachlosen gibt, weil klar, wo es viele reiche Menschen gibt, gibt es auch viele arme Menschen. Und aber ja, ist schon spannend, wie sehr man damit immer wieder konfrontiert wird und wie alltäglich das ist. Obwohl man ja auch schon ausmachen kann, dass es auch in Deutschland einen ganz spezifischen politischen Weg dahin gab, ne? Also gerade auch, wenn man jetzt beispielsweise im Vergleich zu anderen Ländern zieht, man kann ja schon auch so Standorte ausmachen, denen es gut geht, Norwegen, Luxemburg, wo es dann einfach weniger Problematik damit geht. Und in Deutschland hat man ja explizit den Weg gewählt des Abbaus des Sozialstaates und das Verwandeln dieses Landes auch in Niedriglohnland und so Rückfahren von sozialstaatlichen Ausgaben wird ja einfach weitergemacht. Mhm. So. Gleichzeitig Geld jetzt in Aufrüstung gepumpt. Und wir haben einen Rückgang von eben bisher bestehender linker und gewerkschaftlicher Organisierung und vor allem dann auch diese Bindung an Gewerkschaften, was soziale Aufgaben angeht, weniger sozialen Zusammenhalt, so verringerte Familiengrößen. Und da ist es ja ganz klar, dass dann auch eben solche Sachen ansteigen. Absolut. Ja, ich würde auch sagen, wir können dann jetzt auch nochmal auf Pario-Meme-Pages Punkt antworten und nochmal auch allgemeine Themen mit reinnehmen. Mhm. Ja, lass uns das öffnen. Ich denke, wir haben wirklich viel jetzt dazu behandelt und das Allermeiste auch gesagt. Von daher, allgemeine Runde, schreibt einfach rein, was ihr wollt. Könnt auch zu anderen Themen, wie jetzt zum Beispiel zu den Bauernprotesten. Genau, also wir werden auf jeden Fall noch mal ausführlicher, denke ich, eingehen. Wie gesagt, in unserer Folge am Sonntag. Und das erste Mal haben wir da den Nachrichten, unser Nachrichtenformat, wo wir auf jeden Fall nochmal darüber sprechen werden, was dann so bis dahin alles passiert ist. Und im Allgemeinen, ja, es hat sich halt, denke ich, schon das bewahrheitet, auf der einen Seite, was man so befürchtet hat. Also, dass der Einfluss der rechten Kräfte sehr relevant ist in diesen Kämpfen, sehr, sehr groß ist und dass es halt eine Mobilisierung ist, die erneut die Rechte maximal stärken wird, die sie erneut als treibenden Faktor der eine Opposition zu diesem System darstellt. Was ich sehr spannend finde in diesem Zusammenhang ist aber, dass man sehr deutlich sagen kann, dass diese Kritik oftmals weniger an den Bauern gemacht werden muss,
von dem Einfluss der Rechten, sondern fast schon mehr so den Leuten, die in der Logistik arbeiten und im Handwerk. Also ich habe sehr, sehr viele Berichte gelesen von Genossinnen. Ich habe sehr, sehr viele Beiträge gesehen, Videobeiträge der unterschiedlichsten Art, wo es tatsächlich so war, dass bei vielen Protesten die Bauern auch so Bund statt Braun und solche Geschichten halt ausgehängt haben und wenig eigentlich so Deutschland fahren und so weiter. Und das, es gab eine sehr breite Unterstützung vom Handwerk und von so Spediteuren und so und von Logistik. Und da war es tatsächlich sehr, sehr, ein sehr, sehr großer rechter Einfluss, sehr, sehr relevanter. Und das waren irgendwie gefühlt fast immer, wenn so aus den Berichten und wenn man irgendwelche Videos gesehen hat, war es halt richtig häufig dann so, okay, kommt halt irgendwie ein LKW-Fahrer dann direkt mit irgendwelchen hardcore-rechten Parolen um die Ecke und so. Das fand ich sehr spannend. Das ist, denke ich, sehr relevant zum Verständnis. Und ich glaube, dass es schon insofern auch ein bisschen gelungen ist, dass innerhalb der Bauernschaft auch ja, dann so ein Bedürfnis entstanden ist, von Teilen eben sich dann nach rechts auch abzugrenzen. Das existiert schon. Und zum Beispiel die ABL hat halt auch ein komplett viral gegangenes Wheel gemacht. Also das müsste jetzt halt mittlerweile, also auf jeden Fall Hunderttausende, vielleicht sogar in die Millionen gegangen sein, wo die einfach sagen, ja, dass es halt jetzt der falsche Weg ist, ja, so nach rechts halt, das einfach zu akzeptieren, dass sie halt Teil davon sind und dass man jetzt irgendwie so demokratisch und bla bla bla, also natürlich auch so ein bisschen abmildernd, diese Proteste, aber das fand ich auf jeden Fall spannend zu sehen, so von der Analyse her. Und sonst ist es halt krass, also wo wir haben ja auch mal darüber geredet, wenn wir jetzt diese Bewegung hätten, nur als sozialrevolutionär, also die halt auch so Politiker angeht und die vor sich her scheucht und so und halt wirklich ja auch Teile des Landes in der Lage ist, lahmzulegen und weit über die betroffene Berufsgruppe hinausgeht, also wo nicht nur die Bauern selber für sich alleine kämpfen, sondern halt mehrere andere Berufsgruppen und alle möglichen Leute aus anderen Berufsständen sich mit den Forderungen und dem Kampf der Bauern solidarisieren, dann würden wir hier alle Hurra schreien. Und das ist halt einfach super sad. Was soll man halt dazu sagen? Es ist super sad, das zu sehen, dass es halt dann so eben nicht sozialrevolutionär ist, sondern halt sehr viel einfach Standort und sehr viel auch nationalistisch und so. Und aber das wussten wir auch schon vorher und das ändert halt nichts an der Richtigkeit, es zu versuchen, Einfluss zu nehmen von links. Ja, absolut richtig. Auch das, was du schreibst, Paiwo. Und ich finde das auch spannend, weil es wurde sich am Anfang ja auch wirklich viel darüber lustig gemacht, dass man gesagt hat, ach, das hat doch gar nichts mit einem Generalstreik und so zu tun. Und natürlich nicht, aber es ist ja wirklich, wenn ich mir angucke, wo von linker Seite häufig auch eben dieses Thema Generalstreik irgendwie beschworen wird oder als Parole dann von, auch, will ich jetzt gar nicht mich irgendwie darüber lustig machen, aber auch von Anarchosyndikalisten oder so gerufen wird, dass das jetzt wirklich mal was ist, wo man mit dieser Protestwoche auch sagen kann, mit was da alles so rum passiert ist. Das kommt natürlich überhaupt nicht daran, aber es ist schon deutlich näher an dem, was sich unter diesem Begriff gewünscht wird, als ja fast alles, was so in den Jahren davor irgendwie darunter aufgerufen wurde. Und ich finde das auch schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, vor allem ja, dass es wirklich kein Protest jetzt irgendwie großartig nur von Aktivisten ist oder so, sondern dass es da wirklich eine sehr, sehr starke Verankerung jetzt in unterschiedlichen Berufsgruppen gibt. Und das ist schon, es ist tatsächlich mal wieder ein Klassenkampf, wenn man so will. Absolut. Es war auch einer, der natürlich mit reaktionären Interessen von der Klasse der Bauern verbunden ist, so. Aber ein wirklicher Klassenkampf, den wir hier in Deutschland sehen. Ja, und ich meine, in jedem Klassenkampf gibt es halt auch also widerstrebende Interessen und auch Einflussnahme von anderen Interessensverbänden, die dann auch jetzt die Chance vielleicht wittern, gegen
andere Teile der Kapitalistenklasse irgendwie vorzugehen und sich da mehr Freiräume zu erkämpfen oder so, dagegen eben dann in dem Fall auch Einschränkungen durch die Politik und so. Das ist halt absolut lächerlich, was teilweise für linke Positionen dazu herrschen, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, es gibt im Prinzip keinen Bauernstand mehr in Deutschland, sondern das sind eigentlich alles nur Kapitalisten und so. Ja, das ist halt leider viele, viele Großstadtlinke, die völlig den Bezug zur Realität verloren haben. Und wir sind ja alles andere als dabei, das irgendwie zu verharmlosen oder zu romantisieren, was da passiert, sondern probieren ja eine differenzierte Position dazu einzunehmen. Und aber ja, da hat man sich leider sehr entfremdet, und umso wichtiger und richtig war dieser große Vorstoß der FAU in dieser Frage. Und sehr, wie gesagt, habt ihr vielleicht schon gesehen, aber wir hatten jetzt auch im Kontext dieser ganzen Bauernaufnahmen, die wir gemacht haben, auch ja so unsere besten Streaming-Zahlen auf Spotify erreicht, was halt ein schöner Nebeneffekt ist, was natürlich ja das nicht lindern kann, was passiert, wie wenig Einfluss man halt hat, aber es zeigt halt zumindest, dass wir schon in unserer Größe, die wir haben, auch Einfluss nehmen können und da auch Leute erreichen können. Und ja, das ist halt schön zu sehen, es haben sich halt das Re-Upload so über 3000 Leute in nicht mal einer Woche halt angehört. Das ist schon cool. Mahlzeit, Hakushi. Ja, also ich meinte ja auch schon beim letzten Mal, dass ich es eigentlich, also ich bin relativ okay damit, was jetzt von unserer Seite passiert, weil ich habe auch das Gefühl, dass bei Corona hat man es erst wirklich geschafft anzugehen, als eigentlich schon alles vorbei war. Mhm. Bei den Protesten gegen Preiserhöhungen hat man ungefähr angefangen, als es auch generell losging, aber es war im Endeffekt ein großer Rohrkrepierer. Und hier hat man es sogar geschafft, schon vorher richtig aktiv zu werden. Und da muss man ja dann auch tatsächlich, sagen wir mal, so einen Trainingserfolg in dem Ganzen bei der Linken ausmachen. Und dementsprechend, das ist ja wenigstens schon mal schön zu sehen. Ne? Hast du das von Fabian Lehr eigentlich gehört? Also zu den Bauernprotesten, ja. Ich nicht. Habe ich mal angehört. Ja, ich fand eigentlich, dass da sehr viele richtige Punkte dran waren, aber ich kann mir schon vorstellen, negativ, was du daran kritisch siehst, weil er hat schon sehr darauf gepocht, dass du ärgerst dich darüber, dass er Spanien komplett ignoriert hat. Also ja, er hat, glaube ich, über kein anderes Land in der Folge gesprochen, deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass er Spanien komplett ignoriert hat. Sondern er hat ja nur über die deutschen Verhältnisse gesprochen. Also was ich schon fand, was man da rausgehört hat, ist eben, oder was ich auch ganz spannend fand, er hat eben diesen Punkt aufgemacht, dass ja so wie hier Politik betrieben wird mit dem Bauerntum, dass es eigentlich also im Sinne der Arbeiter in Deutschland oder der Bevölkerung in Deutschland, dass die Subvention aufgehoben wird und dass möglichst günstige Nahrungsmittel, obwohl das dem deutschen Bauernstand schaden wird, hier nach Deutschland importiert werden, um die Lebensmittelpreise zu senken. Und dass das auch okay wäre, wenn das eben gegen die Interessen dieser kleinen bürgerlichen Bauern durchgeführt wird. Dass man aber trotzdem jetzt in den Protesten eben nicht sich irgendwie auf die Seite der Ampel schlagen sollte, sondern natürlich auch klar aufmacht, warum die Ampel jetzt diese Politik fährt und das kritisiert und im Endeffekt dann auch irgendwie so ein kritisch-solidarisches Verhältnis zu den ganzen Protesten wahren sollte. Aber das finde ich spannend, dass er eben auch diese historische Perspektive aufgemacht hat mit Schutzzölle sollten eigentlich runtergefahren werden, möglichst günstige Lebensmittel sind im Interesse der hiesigen Arbeiter. Und das finde ich ganz spannend, wenn man sich das dann eben heute anschaut, was das eben bedeuten wird, wenn man Subventionen hier zurückfahren wird und im Endeffekt die Landwirtschaft so eingedampft wird und dafür dann aber möglichst günstige
Lebensmittel aus dem Ausland kommen. Weil die Sache ist ja die, wenn man sich das international anguckt, dann ist das ja wirklich ein überall herrschendes Phänomen, dass Landwirtschaft eigentlich nur über Subventionen funktioniert. Das ist ja wirklich so, dass, also in Deutschland ist es ja noch nicht mal am höchsten subventioniert, sondern ich glaube, das ist, wenn man dann so nach Korea und Japan geht, haben ja überall massive Subventionen in der Landwirtschaft, die dadurch dann eben überhaupt weiterhin tragfähig für eine große Zahl von Beschäftigten gemacht wurde und die darüber dann auch wettbewerbsfähig für den internationalen Markt gemacht wird. Und im Endeffekt macht es ja auch irgendwo Sinn, ne? Also gut, wir haben Länder, die stark auf Cash Crops ausgerichtet sind, also die eigentlich nur für den Export produzieren, gerade in Lateinamerika, aber auch darüber hinaus in ein paar Ländern. Und dann ist es natürlich auch im Interesse jeden Staates, gerade in krisenhaften Zeiten, ich glaube, das hat er ja auch angesprochen, mit eben der Konfrontation mit Russland, dass man eben auf eine autarke Nahrungsmittelversorgung setzen kann. Und deswegen, finde ich, macht das auch irgendwo Sinn. Und deswegen frage ich mich auch, ob überhaupt diese Idee davon, hier den Bauernstand eben für günstigere Nahrungsmittelimporte zu opfern, eigentlich überhaupt jetzt so eine sinnvolle Forderung ist. Sadi hatte noch eine Frage in dem Bereich Spenden. Etwas früher. Wie erfolgreich sind linksradikale Spendensammeln Aktionen außerhalb der Bubble? Schließlich gibt es immer Misstrauen, wenn irgendwie neue, unbekannte Organisationen Spenden sammeln. Also ich glaube tatsächlich, Sadi, dass es sehr, sehr wenig getan wird, dass außerhalb der eigenen Kreise Spenden gesammelt werden. Also das ist erstmal die eine Sache. Ich glaube, die meisten Spendenkampagnen laufen einfach so in den eigenen Räumen halt ab, über die eigenen Social-Media-Kanäle und so. Und dann wird das halt so gemacht. Ich denke, es gibt auch sehr erfolgreiche Spendenkampagnen aus der Linken, die wir zum Beispiel, diese ganze Ukraine-Solidaritätsgeschichte, ich glaube, die haben recht viel Geld gesammelt, oder diese Rojava-Solidaritätsgeschichten, da wurde halt recht viel Geld gesammelt für Linke eben in anderen Ländern oder Anarchisten. Und aber die Linke stellt sich ja jetzt nicht so auf den Marktplatz und macht halt irgendwie ja hier Geld für, wir sammeln Geld für das und das, ne, sondern das läuft dann halt schon eher über die eigenen Kanäle, und dann gibt es natürlich auch mal Leute, die das unterstützen, die da einfach nur so drauf stoßen oder so. Wir sind nebenbei gerade in der allgemeinen Runde, also gerade sind noch ein paar neue Leute dazugekommen. Ihr könnt alles reinfragen, entweder zum Thema Spenden oder Spenden ist auch gerade ein gutes Stichwort. Da ist der Kofi-Bot, der sich gewünscht wurde von Doodle, glaube ich. Ihr könnt alles reinfragen, egal welches Thema. Gerne zum Thema Spenden, aber auch zum Thema Charity, aber auch Themenfremdes. Ja, vielleicht auch eine Sache, die mir bei diesem linken Spendensammeln aufgefallen ist, ist, dass es ja schon, wie wir vorher besprochen haben, eine starke Kritik eben an dieser bürgerlichen Spendenkultur gibt, dass man dann aber gleichzeitig auch sich eigentlich an so einer linken, gar nicht so unähnlichen Spendenkultur dann beteiligt, nur wenn es halt um Sachen gibt, die irgendwie in dem eigenen Kosmos drinstecken. Also beispielsweise, es wird sich dann immer so ein bisschen darüber beömmelt, wenn Leute jetzt beispielsweise für den gerade im Raum stehenden Krieg oder so spenden, dem viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, sind dann aber gleichzeitig dazu bereit, die ganze Zeit Geld für irgendwelche Sachen in Kurdistan, in Rojava abzugeben, oder dass man dann so einen lokalen Fundraiser, wenn man irgendwie öffentlichkeitswirksam was macht, anhängt für, was weiß ich, Beratung für Transjugendliche oder so. Dass es dann auch immer so eine Diskrepanz gibt zwischen,
man hat dann diese allgemeine Kritik eben an dieser bürgerlichen Spendenkultur, aber gleichzeitig, wenn es die richtigen Kategorien und Buzzwords erfüllt, die man auch in eigenen Räumen gerne bespricht oder wo man gerne viel Augenmerk drauf legt, dann ist das auch wieder okay. Und häufig ist dann auch diese durchdringende Kritik bei den eigenen Spendensammlungen gar nicht so stark, wie man es dann nach außen hin anbringt. Ja, Pyro, ob wir Ideen haben, wie man Bürgern die anarchistische Ideologie näher bringen kann, ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, wie das möglich ist. Und ich denke, es gibt nicht per se den einen Weg oder die zwei, drei Wege, wo man jetzt sagen kann, das ist definitiv das Erfolgsversprechendste, wie man möglichst viele Leute erreichen kann, sondern ich denke, es gibt ein paar Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und es gibt ein paar Sachen, wo man auf jeden Fall sich vernünftig orientieren sollte. Und das Wichtigste ist erstmal prinzipiell, dass man halt sich gesellschaftlich ausrichtet. Also, dass man überhaupt dieses Interesse halt hat, Menschen zu erreichen. Wenn wir uns halt hinsetzen und eben überlegen in unseren Gruppen, in unseren Strukturen und oder auch als Einzelperson, ja, wie kann ich halt meine Mitmenschen erreichen und ihnen die anarchistische Idee näher bringen, dann ist schon viel getan, ehrlich gesagt. Weil dann kommen auch oftmals sinnvolle Dinge dabei heraus. Es fehlt halt meistens schon daran, dass die Leute überhaupt ein Interesse daran haben. Und dann gibt es halt einfach so ein paar Dinge, die uns halt im Weg stehen, weil wir halt, auch wenn das halt viele Leute dann wollen, ne, die halt Menschen erreichen wollen, stehen halt einfach so viele Sachen im Weg, weil wir oftmals so komisch sind. Weil man halt sich nur in seiner eigenen Bubble aufhält, weil man dann halt sich entsprechende Sachen angewöhnt hat, die sehr, sehr abschreckend auf Leute sind. Und das heißt, es geht erstmal überhaupt darum, Basics herzustellen. Es geht darum, nicht völlig abgehoben mit den Leuten zu reden, verständlich mit Leuten zu reden. Es geht darum, dass nicht alle irgendwie Teil von der Subkultur sind und so aussehen, sondern halt man auch ja wie normale Leute halt auch wirkt. So, es geht nicht darum, dass jeder jetzt irgendwie, dass niemand irgendwie einen Irokesenschnitt haben darf oder was weiß ich. Aber wenn halt jeder einen Irokesenschnitt hat, ja, ne, ist ja. Ich habe schon echt lange keinen Irokesenschnitt mehr. Ja, also das sind einfach so Basics, um das halt Platz zu sagen erstmal. Und dann gibt es, denke ich, einfach ein paar Wege, die erfolgsversprechender sind als andere, sag ich so. Also zum Beispiel eben, also wir sagen halt immer, ne, das Wichtigste ist, dass sich unsere Arbeit, unsere Kämpfe daran orientieren, wo wir selber auch stattfinden. Also wenn du Student bist, dann werd an deiner Uni aktiv. Wenn du Schüler bist, dann werd an deiner Schule aktiv. Wenn du, keine Ahnung, arbeitslos bist, dann probier mit anderen Arbeitslosen ins Gespräch zu kommen oder mach halt was in deinem Wohnumfeld oder so. Also ganz direkt halt das probieren zu verändern, was dich auch selber tangiert, was dich selber bewegt. Und da kannst du auch deine Mitmenschen am besten erreichen und mit ihnen zusammen Kämpfe entwickeln. Ja, vielleicht da angeschlossen auf deine Frage, Dudel, ob es möglich ist, apolitische Mitmenschen zu politisieren. Da würde ich sagen, jein. Also erstmal ein dickes Ja, weil ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil der Menschen, die in Deutschland nicht politisch sind, machen das ja auch mit dem vollen Bewusstsein, dass sie sagen, also es ist ja auch häufig in Umfragen, dass sie als Begründung angeben, ich finde mich in keiner Parteienpolitik ja. des parlamentarischen Systems wieder. Und ich glaube, da ist es wirklich bei ganz vielen Leuten, das ist auch was ich schon selber im politischen Aufbau immer und immer wieder mitbekommen habe, dass es ganz viele Leute gibt, die dann sagen, wenn sie beispielsweise von der FAU hören oder auch was wir sonst abseits hier in Dortmund auch für anarchistische Politik gemacht haben, wow, da gibt es ja wirklich was zu holen. Und da ist es jetzt wirklich möglich, dass ich mich einbringen kann, dass meine Stimme zählt, dass ich ganz konkret was verändern kann. Und auch häufig dann natürlich, dass man ja im Endeffekt auch mit revolutionärer Politik natürlich eine ganz neue inhaltliche Ebene aufmacht, auch eine analytische Ebene für die Leute, dass es wirklich viele Leute gibt, denen genau das als Alternative fehlt.
Und deswegen würde ich sagen, ist es absolut möglich, apolitische Mitmenschen zu politisieren. Teilweise noch viel mehr als Leute, die im parlamentarischen System oder sich einer bestimmten Partei ganz konkret zugehörig fühlen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die wir auch mit anarchistischen Ideen, aber auch mit kommunistischen Ideen abholen können. Und vielleicht noch kurz, warum ich auch denke, dass es ein gewisses Nein dabei gibt, ist, es wird immer, wenn die ökonomische Situation das hergibt, eine bestimmte Menge an Leuten geben, die einfach aufgrund von bestimmter Berufswahl, von einem gerade herrschenden ökonomischen Klima auch ihr Seelenheil und ihr Glück innerhalb des Systems finden werden und damit auch zufrieden sind. Das wird es immer geben. Und ich glaube, damit muss man sich auch abfinden, dass es, man kann nicht allen Leuten, also erstmal muss man ja auch sagen, es gibt natürlich immer wieder Idealisten, die sich auch einfach nur reinschmeißen in eine revolutionäre Idee, weil sie es für richtig halten, weil es ihren moralischen Grundwerten entspricht oder auch einfach aus ganz persönlichen Gründen, weil ich weiß nicht, sie immer ein Problem mit Autorität hatten oder weil sie einfach Spaß beispielsweise an marxistischer Analyse hatten und einfach Recht haben wollen. Sowas gibt's immer. Aber darüber hinaus, die große Anzahl an Leuten wird einfach aktiv, weil sie eine persönliche Verbesserung darin sehen oder eine in die Zukunft gegebene mögliche Verbesserung sehen. Und es wird einfach nicht möglich sein, immer allen Leuten genau das zu geben. Und es wird auch gerade natürlich in unserer jetzigen Situation ganz viele Leute geben, die eben ihre persönliche Verbesserung der Lebensumstände nicht in unseren Ideen sehen. Und deswegen würde ich auch sagen, nicht die Hoffnung verlieren, weil es ein paar Leute gibt, die apolitisch sind und die auch so bleiben, sondern eher die Hoffnung behalten, weil es so viele Leute gibt, die apolitisch sind und die man gerade mit unseren Ideen überzeugen kann. Ja, was du sagst, schließt ja auch gut, um das noch zum Abschluss zu den beiden Fragen dann zu sagen, schließt sich auch gut an meine These an, dass es vor allen Dingen wichtig ist, nicht nur, weil es unseren Grundsätzen entspricht, sondern auch, weil es, weil man dann halt eben auch wirklich Leute gut halt erreichen kann, im direkten Umfeld und im direkten Lebensumfeld und in eigenen Bereichen halt zu kämpfen, wenn Leute dann halt eben zum Beispiel mal die Erfahrung sammeln, dass sie sich gegen ihren Chef erfolgreich zur Wehr setzen oder gegen ihren Vermieter oder gegen Lehrer oder was auch immer, dann macht das sehr, sehr viel mit Menschen. Und das ist halt eben ein Ansatz, den wir halt haben, dass wir halt sagen, wenn wir zusammen mit den Leuten kämpfen, sie erfahren eigene materielle oder auch sonstige Unterstützung oder Erweiterung oder Verstärkung ihres eigenen Lebens durch unsere Kämpfe. Darüber kann man den Leuten auch politisieren einfach, ne? Dann die Frage von Sadi. Was haltet ihr von dieser fast dogmatischen Pflicht, sich von sogenannten Liberalen abgrenzen zu müssen? Zum Beispiel sagt man, XY hat einen guten Artikel zu diesem oder jenem geschrieben, sofort kommt dann, ja, aber das ist ja ein Liberaler. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also ist ja auch was wir auch machen. Also es gibt ja, ja so in Teilen halt, also so dieses, ja, okay, nicht in der Intensität natürlich. Also nicht nee. Jetzt werden Liberale, aber schon, es gibt halt einfach so eine allgemeine Abwertung, so, ja, das sind ja so, das ist ja Liberalismus und so, ne? Und da steckt ja konkret was dahinter, ne? Also warum wir das machen, hat ja eine konkrete Schlagrichtung, die inhaltliche. Weil nun mal, das haben wir auch in der Folge zu liberalen Nationalismus beschrieben, dass halt nun mal die hegemoniale Ideologie ist, in der wir uns gerade befinden, und deshalb verschlingt sie auch viel unserer Aufmerksamkeit und unsere Ablehnung. Jein. Also, ich würde halt zustimmen, dass das schon richtig und eine richtige und wichtige Geschichte ist, wenn man das eben auf so einer inhaltlichen Ebene macht, dass man eben sagt, das, was da und da propagiert wird, das ist halt liberaler Unfug, das lehnen wir halt ab. Wenn es aber um diese, wie Sadi das beschreibt, dogmatische Pflicht gibt, eben Sachen zu verwerfen, weil sie aus einer liberalen Feder stammen, dann halte ich das für ziemlich einen Quatsch. Ja, weil das machen wir auch nicht. Eben, das ist halt was wir nicht machen. Und
beispielsweise auch in den Sachen, die wir zu Folgen empfohlen haben, da waren auch immer mal wieder, sagen wir mal in Anführungszeichen, liberale Sachen drin, weil ich beispielsweise, wenn es um Geschichtsschreibung geht, wenn man sich irgendwie historisch mit dem Thema auseinandersetzt, da wird man auch zwangsläufig immer und immer wieder auf eher liberale Geschichtsschreibung treffen. Und trotzdem würde ich sagen, dass es da auch echt gute historische Werke gibt, die man sich einverleiben kann, wenn man halt natürlich mit einer bestimmten kritischen Haltung sich dazu verhält. So, und wenn man dann auch sich beispielsweise anguckt, ja, alles schön und gut, was hier für ein politischer Werdegang oder auch für militärischer Werdegang von so einem Staat und so beschrieben wird, was ist denn jetzt mit den Klassenverhältnissen da drin gewesen? Und ich würde immer sagen, wenn man ein kritisches Verhältnis dazu wahrt und wenn man auch ergänzende Sachen sich zu was anschaut, dann kann sowas auch erhellend sein. Und es gibt ja auch einfach Punkte, in denen beispielsweise dann auch eine liberale Person einfach richtige Takes machen kann, die natürlich jetzt nicht irgendwie bis zum Ende gedacht sind, wo aber gute Punkte sind. Ein Beispiel, was das für mich immer mit einem Content-Creator angeht, wäre Adam Something. Das ist ein YouTuber, der sich viel mit, häufig auch auf einfach nur eine amüsante und recht platte Art und Weise mit Transport und städtebaulichen Themen auseinandersetzt. Okay. Also macht er beispielsweise was hier zu Elon Musks Hyperloop Projekt und so und warum das Quatsch ist oder so hier den saudi-arabischen Plänen von Neom The Line und so. Mhm. Und hat auch so eine ganz nette Serie, wo er so Anarchokapitalismus als Gesellschaftsentwurf, ich glaube dann in City Skyline, meine ich, bin mir gerade nicht ganz sicher, einmal durchspielt, was dann passieren wird. Einfach mal so gedacht, irgendwie eine Gesellschaft beschließt jetzt, alle wollen anarchokapitalistisch leben. Und das ist einfach eine ganz nette Geschichte. Das ist jetzt, der Typ ist gleichzeitig eben absolut pro NATO, pro EU und antikommunistisch eingestellt. Aber es sind einfach nette Sachen. Und ich würde sagen, sowas kann man sich dann auch angucken. Und sowas ist auch erfüllt auch bis zu einem gewissen Grad dann auch einen gesellschaftlichen Zweck, wo man dann auch selber anknüpfen kann, wenn man dann eben gleichzeitig eine Kritik daran wahrt. Und ich würde sagen, das ist auch was man dann auf alle möglichen Sachen beziehen kann. Beispielsweise, du schreibst es ja auch mit liberalem Journalismus so, dass man ja da auch immer wieder Sachen aufgreifen kann und man muss sich einfach kritisch dazu verhalten so, und die Grenzen davon anerkennen. Ja, und es ist ja auch ein breites politisches Spektrum. Also es ist ja kein Spektrum, was irgendwie so total uniform zu sehen ist. So, ja, ein Liberaler ist halt ein Liberaler oder so. Also das kann man ja schon sehr gut daran festmachen, wenn man sich jetzt zum Beispiel Arte anguckt. Arte ist im Prinzip ja auch ein liberales Medium. So, aber halt einen, in dem Sinne kann man, denke ich, schon sagen, eher links stehendes liberales Medium, was halt sehr offen und sehr, sehr grundsätzlich auch vielleicht diese liberalen Werte, wie sie existieren, auch vertritt, sodass dann tatsächlich eine möglichst große Unabhängigkeit dort probiert wird zu leben, auch wenn das natürlich nicht 1:1 dort passiert, weil es einfach eine komplette Unabhängigkeit nicht gibt, aber die noch am ehesten. Und halt auch sehr, sehr viele ganz kreative Formate und ganz Sichtweisen dargestellt wurden, die du halt sonst fast nirgendwo findest halt auch für ein Millionenpublikum im Prinzip, ne? Und genauso gibt es dann halt andere Formate oder dann, ich meine, die CDU ist ja auch zum Großteil liberal. So mittlerweile, ne? Und aber dann halt konservativ liberal. Und dementsprechend muss man das auch anders betrachten und unterschiedlich sehen, unterschiedlich werten, unterschiedlich kritisieren. Das sind unterschiedliche Phänomene. Ja. Ja, immer noch progressiver als konservativ. Ja, es gibt ja liberalen Konservatismus, ne? Wie ich das gerade meinte, Dude. Also das ist ja, ich meine, es ist halt irgendwie wirr, aber das zu sagen, aber diese ganzen Bezeichnungen haben doch überhaupt keinen keinen wirklichen Wahrheitswert mehr. Ja, das ist, ja klar. Wir müssen mal eine Folge zum Liberalismus machen. Ja, zum Konservatismus. Auch interessant. Ja, Konservatismus ist für mich auch so, also so einfach so dieser reguläre Konservatismus ist für mich auch immer so, finde ich, so die langweiligste Strömung. So. Wirklich so mega wack einfach.
Nebenbei, wir können mal eine letzte Runde machen und in der Zeit kann ich, also wenn ihr noch was habt, schreibt gerne rein, dann bewegen wir uns aufs Ende zu. Aber wo wir gerade noch bei konservativ sind, das ist recht interessant, weil ich glaube, das wird auch jetzt nicht unbedingt vorkommen in unserem Nachrichtenformat am Sonntag, vielleicht erst dann danach am Sonntag, dann 2 Wochen nach dem Sonntag, weil, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt ja diese Werteunion in der CDU, die im Prinzip ja so der ultrarechte Flügel innerhalb der CDU ist, mit Hans-Georg Maaßen, dem alten, ich will jetzt nicht direkt irgendwas Böses sagen, sonst bekommen wir eine Anzeige oder so, aber ja ehemaligen auch Verfassungsschutz-Chef. Das ist auch schon Beleidigung genug. Ja, und der ist ja auch, glaube ich, Vorsitzender von der Werteunion und dort ist ganz interessant, weil das gerade auch in der öffentlichen Diskussion ist, dass sie sich abspalten, aus der CDU eine eigene Partei gründen. Und das hatte mich dann jetzt schon überrascht, diese Nachricht zu hören, weil ich mich ja auch nicht damit so auseinandersetze. Also kann auch sein, dass sie schon Ewigkeiten darüber nachdenken oder so. Aber ich glaube, die haben am 20.01., glaube ich, eine Abstimmung von der Werteunion, ob die sich abspalten. Das sind so um die 4.000 Leute, haben die, glaube ich, bei sich da organisiert. Und ja, eine Sache, die, glaube ich, vorkommen wird kommenden Sonntag, ist dann dieses Geheimtreffen von so Faschisten, Bonzen und auch teilweise dann konservativen Kräften oder angeblich konservativen Kräften, die so Umsturzpläne für Deutschland und Migrationspläne für Deutschland geschmiedet haben. Das war jetzt groß, das werden wir wahrscheinlich auch in einem Sonntag behandeln, weil das ja echt eine große Nachricht ist. Und da waren ja auch 2 Leute von der Werteunion dabei. Also an der Werteunion kann man dann natürlich auch gut sehen, wiederum sozusagen im linken Flügel der CDU gibt's sicherlich so einen fließenden Übergang zur SPD, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, warum sind die einen in der einen Partei und die anderen in der anderen Partei. Ist halt vollkommen Latte. Und an der rechten Seite gibt's halt so einen recht kleinen Gap nur zur AfD. Oder gar keinen. Ja, ich glaube, für die Leute im linken Flügel ist das dann eher so diese Pepsi-Cola-Frage. Ich wollte gerade Schalke-Dortmund sagen, aber das kann man ja wohl jetzt nicht mehr sagen mit dem Klassenunterschied. Genau, Anarchismus, beste Sonntag, 19 Uhr. Ja, da sehen und hören wir uns auch als nächstes Mal wieder diese Woche. Bin schon gespannt, wie das wird. Weißt du, wo ich auch überhaupt keine Ahnung zu habe, ist so die Geschichte von CDU, CSU, weil das finde ich nämlich nochmal ganz spannend, weil ich habe nämlich letztens nochmal so ein bisschen zum Thema Entwicklung von Bayern und auch dieser bayerische Sonderweg im Endeffekt in Deutschland gelesen und das hat auch so ein bisschen angeschnitten, dass es am Anfang so war, dass die CSU eigentlich auch die linkere Alternative zur CDU dargestellt, also die waren natürlich vorher schon verbandelt, aber eben so eigentlich die linkere Alternative zwischen den beiden dargestellt hat und dass es da auch wirklich mehr gab, die dann eben gesellschaftlich konservativ eingestellt waren, aber eben wirtschaftspolitisch auch eher so sozialdemokratische Positionen vertreten haben. Und das fand ich auch recht spannend. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals machen werden, aber so eine richtig tiefergehende Analyse in einem Podcast von der CDU von links wäre auf jeden Fall mal interessant auch irgendwo, aber ich weiß nicht, ob wir das mal jemals machen. Ja, im Endeffekt ist das natürlich eine spannende Sache, wenn man sich so einzelne Parteien auch in Deutschland anguckt. Haben wir mit den Grünen auch gemacht. Genau, wir haben es mit den Grünen gemacht und es ist auch, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, natürlich immer auch so ein bisschen in Planung, dass wir mal sowas zur AfD machen. Ja. Und da kann man sich dann natürlich fragen, warum behandeln wir nur die Parteien, die Linke irgendwie gerne behandelt sehen, könnte man nicht auch mal was zur CDU machen. Aber ich glaube auch die Sache ist, wenn man jetzt sagt, man macht wirklich was zur CDU, dann ist es auch noch mal ein ganzes Stück mehr Arbeit, als das dann zu den Grünen oder zu der AfD zu machen, weil ja, es einfach ja eine sehr alte Partei ist. Also jetzt natürlich nicht die älteste deutsche Partei, das dürfte die SPD sein. Und ich glaube, es gab ganz lange, gibt es die immer noch, die Zentrumspartei? Also als Kleinstpartei hat die weiter existiert. Und ich glaube, die hatten auch immer für sich dann genommen, also
waren ja wie gesagt einfach nicht non-existent mehr jetzt in der modernen Bundesrepublik. Aber ich glaube, die Zentrumspartei hatte auch ganz lange das als so ein Slogan verwendet, dass sie noch weiter existiert haben und wir sind die älteste Partei. Hervorragend. Ja. Ganz großartig. Aber komplett bedeutungslos. Ja, es gibt halt die CDU, ne? Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass es uns zum Ende bringen heute. War ein lebendiger Stream, nicht so groß dieses Mal, aber es ist ja häufig so, wenn wir nochmal über unsere Folgen sprechen. Vielen lieben Dank für alle, die sich so rege beteiligt haben. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie unser neues Format am Sonntag laufen wird. Muss auch noch ein bisschen was für getan werden. Und ja, wird, denke ich, cool. Ja, in dem Sinne, Glück auf. Glück auf, macht's gut, ihr Lieben. Schönen Abend noch.